Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Wir spielen Medieval Dynasty, ein Spiel, welches am 17. September letzten Jahres ja, den Early Access Status verlassen hat und seitdem ein vollwertiges Spiel ist. Und trotzdem kommen immer noch neue Updates seitens des Entwicklers. Es ist noch ein Multiplayer-Spiel geplant, also das Spiel hat den Großteil seiner Entwicklung hinter sich. Es kommt ein bisschen noch was. Und ja, Entwickler ist RenderCube und Herausgeber ist Toplitz Productions. Und worum geht's? Das Spiel sagt es schon. Wir gehen zurück ins Mittelalter und versuchen zu überleben in erster Linie. Und uns, das sagt auch das Spiel, eine eigene Dynastie aufzubauen, ein Dorf zu entwickeln, das funktioniert. Und ja, natürlich das Dorf auch immer weiter wachsen lassen mit sämtlichen Arbeiten, die damit verbunden sind. Und das macht das Spiel auch tatsächlich ziemlich vielfältig. In erster Linie werden wir, oder im Early Game, so nenne ich es mal, werden wir versuchen zu überleben. Und im Late Game wird es wahrscheinlich sehr viel darum gehen, das Dorf zu verwalten und zu schauen, dass alles funktioniert und alle, ja, alle Mitbewohner eben auch am Arbeiten gehalten werden, um es mal so zu sagen. Genau, das soweit zum Spiel. Wir werden ein neues Spiel erstellen und ich werde die Spieleinstellungen ein bisschen anpassen. Die Schwierigkeit bleibt normal, alles beim Alten. Die Jahreszeitdauer passe ich auch nicht an. Ich werde die Steuern senken. Das werde ich auf. Naja, auf 0% will ich es nicht machen. Wir machen es mal auf 50%. Ich will einfach nicht spielen, um Steuern eintreiben zu müssen oder um Steuern bezahlen zu müssen. Das hat mich am Anfang ein bisschen gestört. Ich weiß nicht, ob sie es ein bisschen mehr gebalanced haben, aber es war schon relativ schwierig, da ja, die Steuern immer wieder einzutreiben und trotzdem irgendwie auch Geld verdienen zu können. So, Gebäudelimit. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der Grundwert ist. Es geht auf 200. Ich glaube, dass mein Rechner das hergibt, dass wir das Gebäudelimit gehen können. Und dann einfach mal schauen, was da so passiert. Wir müssen es ja nicht ausreizen. Unbegrenzte Lebenspunkte, nein. Ausdauer, unbegrenzte Ausdauer, nein. Kein Hunger, nein. Nein, nein, alles gut. Unbegrenzt viel tragen. Ja, könnte man schon ans Grübeln kommen. Nee, lass mal weg. Ich weiß nicht, ob man es während des Spiels noch ändern kann. Das weiß ich jetzt nicht. Temperatur, ja. Schnelles Handwerk, das würde ich gerne aktivieren, weil es einfach ziemlich nervig ist, minutenlang zu warten, bis da alles hergestellt wird. Es ist realistisch, ja, aber ein bisschen Realismus muss man auch beim PC Gaming ablegen können. Deswegen, damit das alles ein bisschen schneller geht, lassen wir das entsprechend erstmal weg. Okay, den Rest, feingelassene Nahrungsmittel verderben nicht. Nein, das machen wir alles aus. Also es bleibt größtenteils alles, wie es ist. Ich zahle ein bisschen weniger Steuern und Gebäudelimit ist weiter oben. Der Rest bleibt so, wie es war. Also, dann würde ich sagen, länger nicht lang oder reden wir nicht lang rum. Wir gehen los. Eine Sache noch. Wenn euch gefällt, was ich tue, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinem Kanal ein Abo da lasst und ja, vielleicht die Glocke betätigt. Dann bekommt ihr mit, wenn es eine neue Folge Medieval Dynasty gibt. Und wenn euch das gefällt, was ich hier mache, dann würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Vielleicht noch eine organisatorische Sache. Es wird also jetzt zwei Projekte geben auf meinem Kanal. Final Fantasy läuft nicht ganz so gut bei euch. Werde ich peu à peu immer mal wieder eine neue Folge releasen. Die zwei würde ich jetzt allerdings alleine, weil ich sie gerne spiele, die zwei Spiele, also Medieval Dynasty und Ranch Simulator. Das sind so die zwei, die jetzt nebenher laufen sollen und werden. Und dann mal gucken, wie weit wir kommen. Also, jetzt genug geredet. Wir legen los und starten das Spiel. I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it.
Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is Father pushing me away, yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered. A story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley far away from the war. For weeks I held on to that thought, until the valley from my mother's stories, I could see it. This is where I can start a new life. Dann spreche ich einfach mal weiter, während der Ladebildschirm tut, was er soll, nämlich laden. Wir sind also geflohen vor Krieg, ihr habt es gehört und oder gelesen, und sind jetzt also hier gelandet. Das heißt, wir sind im fernen Böhmen gelandet, wenn mich nicht alles täuscht, und suchen hier nach unserem Verwandten oder entfernten Bekannten, Onkel. Okay, genau, so war's. Und das ist, was wir tun sollen, ihn finden und dann hier sozusagen ein neues Leben beginnen. Das ist soweit der Plan. Deswegen gehen wir hier einfach mal weiter. Ihr seht's, da oben haben wir schon eine Quest, die wir annehmen können oder werden. Und also es sieht schon cool aus, muss ich sagen. Hat mich auch damals überzeugt. Das Einzige, was ich am Kritikpunkt verstehen kann, ist, dass es halt wirklich sehr Open-World-mäßig aussieht. Man sieht es dem Spiel einfach an, dass es Open-World generiert ist. Und das ist so das, was ich an Kritik teilen kann. Aber sonst muss ich sagen, hier, guck mal, Ortseingangsschild. Ich habe es länger nicht gespielt. Es ist wirklich sehr lange her, dass ich es zuletzt gespielt habe auf meinem Livestream-Kanal. Jetzt kommt es auf meinem Let's Play-Kanal und da wird es hoffentlich auch ganz, ganz, ganz viel mehr geben, als es damals auf meinem Livestream-Kanal gab. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie wir das hier weiter oder wie das hier weitergeht oder was sie geändert haben seit Release. Seit Release habe ich es nicht mehr gespielt. So, das soweit noch dazu. Es wird sehr viel zu lesen geben. Ich hoffe, Sie haben was an der Lesbarkeit der Schrift gemacht. So viel sei auch noch vorab gesagt. Und wir gehen direkt mal hier hin. Ist die Gebäude verändert? Ich weiß es nicht. Sieht irgendwie so aus. Das ist Unighost. Und wir sprechen mal mit ihm. Diese Augen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sie je wiedersehe. Eines blau wie der Himmel und das andere schwarz wie ein Klumpen Kohle. Geht es dir gut? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Also bist du kein Geist. Gut, ich war kurz davor, mir Sorgen zu machen. Haha. Aber deine Augen, du siehst aus wie er. Tut mir leid. Du hast mich wohl mit jemandem verwechselt. Ich bin neu in der Gegend, gerade erst hier im Tal angekommen, um genau zu sein. Mein Name ist Rasimir, ich... Der Sohn von Wanda, nicht wahr? Der Neffe von Jordan? Was? Du kanntest meine Mutter? Nicht wirklich, aber ich habe viel von ihr gehört. Wir sind uns nie wirklich begegnet. Jordan wollte seine Familie lieber getrennt halten. Ich fürchte, das verstehe ich nicht. Das wirst du bald. Warte, was meintest du mit kanntest? Geht es ihr gut? Ich hoffe, das tut es. Wo auch immer sie jetzt ist. Mutter und Vater sind beide tot. Der Krieg hat sie geholt. Verdammt, diese Welt.
Sie kann so grausam sein, wie sie schön ist. Das tut mir leid, mein Junge. Niemand sollte so jung schon seine Lieben verlieren. Ist schon in Ordnung. Sie sind gestorben, damit ich leben kann. Ich habe fest vor, das beste Leben zu leben, das ich leben kann. So ehre ich ihr Opfer. Das ist sehr erwachsen von dir. Ich bin sicher, sie wären stolz, wenn sie dich hören könnten. Du hast meinen Onkel Jordan erwähnt. Eigentlich bin ich hergekommen, um ihn zu finden. Oh, Rasimir, ich hasse es, der Überbringer schlechter Nachrichten zu sein, aber dein Onkel weilt nicht länger unter uns. Er ist vor 3 Jahren gestorben. Es tut mir ehrlich leid. Ich weiß, wie du dich jetzt fühlen musst. Er war ein guter Freund von mir. Also war es das. Ich bin der Einzige, der noch übrig ist. Sag das nicht. Hey, schau mich an. Das Tal ist voller warmherziger Menschen, die dir bei allem helfen können, bei dem du Hilfe brauchst. Und ich bin einer von ihnen. Was mache ich denn jetzt nur? Du kannst dich hier frei bewegen und ein neues Leben beginnen, wo es dir beliebt. Hiermit hast du die Erlaubnis des Kastellans, auf jedem noch unbeanspruchten Stück Land in diesem Tal zu bauen oder dort Felder anzulegen. Baue dir ein Haus, dann sehen wir, was dich noch erwartet. Wenn dir danach ist, könntest du sogar ein ganzes Dorf bauen. Bevölkern könnte man es sicher. Durch dieses Tal kommen viele Wanderer, die sich einem solchen Projekt vielleicht anschließen würden. Einfach so, ich kann das ganze Land dafür umsonst haben? Nun, du musst dem König jährlich Steuern zahlen. Davon abgesehen steht dir aber frei zu tun, was dir beliebt. Solange du keine Gesetze brichst, natürlich. Oder ich zumindest nicht dabei erwischen lässt. Das klingt fantastisch. Das Tal ist so wunderschön. Ich glaube wirklich, dass ich hier bleiben und mich davon überraschen lassen werde, was das Schicksal noch für mich bereithält. Ich bin froh, das zu hören. Materialien für deine weiteren Vorhaben findest du beinahe überall. Heb ein paar Steine und Stöcke vom Boden auf und du kannst bereits eine einfache Axt daraus herstellen. Damit kannst du dann Bäume fällen und sie zu Holzstämmen zerteilen. Aus ihnen wiederum lässt sich ein hölzerner Hammer fertigen, der ja bekanntlich bei jedem Bauvorhaben unverzichtbar ist. Ich bin sicher, du wirst das alles schon meistern. Sobald du ein Dach über dem Kopf hast, komm nach Gustovia zurück und sprich mit meiner Frau. Sie heißt Dobroniga und sie kümmert sich um die Schenke hier. Sag sie, dass sie dir etwas zu essen geben soll. Du musst völlig ausgehungert sein. Und wenn du schon dort bist, bring uns ein paar Flaschen Bier mit. Dafür erzähle ich dir dann ein bisschen über Jordan. Das klingt nach einem guten Plan. Genau. Rohstoffe sammeln. Alle Grundrohstoffe können in der Wildnis gefunden und gesammelt werden. Stöcke sind am einfachsten zu finden, wohingegen Steine und Kräuter etwas schwieriger zu entdecken sind. Bewege den Mauscursor so über den Gegenstand, der dich interessiert, dass du seinen Namen lesen kannst. Dann kannst du ihn sammeln oder ganz einfach aufheben. Rohstoffe können für verschiedene Zwecke verwendet werden, darunter das Bauen von Häusern und Objekten oder die Herstellung von Gegenständen. Auch der Heilung oder der Ernährung können sie dienen. Achso, wissenswert ist dazu genau, aber das kennen wir alles schon, oder kenne ich alles schon. Ich lese es nur der Vollständigkeit halber vor. Das wird sich nachher alles ein bisschen geben, dass wir ein bisschen weniger reden müssen, aber für den Anfang, glaube ich, wird da noch einiges an Gesprächen und Dialogen kommen. Deswegen habe ich auch ein bisschen Wasser mitgebracht für die trockene Kehle. So, also, wir müssen, und das sehen wir rechts oben, 10 Stöcke und 2 Steine sammeln. Und das geht ganz einfach, indem wir entweder solche Zweige hier aufheben oder hier einzelne Stöcke aufheben. Das geht auch. Genau. Was haben wir noch? Nehmen wir erstmal so einzelne Stöcke. Davon liegen eigentlich immer genug rum. 2 Steine habe ich hier auch schon. Perfekt. Und dann brauchen wir nur noch 5 Stöcke. Breitwegerich nehme ich auch immer mit. Gut für die Gesundheit. Und da vorne haben wir noch den letzten Stock. Bäume fällen. Um einen Baum zu fällen, brauchst du eine Axt. Dieses Werkzeug kannst du kaufen oder selbst mit der bloßen Hand herstellen. Du findest es im Handarbeit unter Menü des Baumenüs. Weise deiner Axt danach im Inventar eine Schnelltaste zu. Jetzt kannst du sie durch Drücken dieser Taste zur Hand nehmen und dir einen Baum aussuchen und damit anfangen, ihn zu fällen. Sobald er am Boden liegt, kannst du die Äste abschlagen und den Stamm in handlichere Stücke zerteilen. Dadurch erhältst du Stöcke,
Holzstämme und Federn. Wir schließen das Ganze. Genau, also Kapitel 1, Neuanfang, erstmal die Steinaxt. Das machen wir in dem Q-Drücken. Das ist das Baumenü, das besagte. Und das ist dann Handarbeit wahrscheinlich und die Axt. Genau, und dann brauchen wir einen Holzhammer. Den, Moment, ich hadere immer ein bisschen mit der Steuerung. Seht es mir nach. Dafür brauchen wir 10 Stöcke und einen Holzstamm. Okay, gut. Dann einmal einen... Moment, jetzt muss ich ihn erstmal zuweisen. Die Hälfte schon wieder vergessen. Und, aber das macht er schon automatisch. Das, den hat er jetzt automatisch auf die 1 gelegt. Dann drückt man nur die Taste 1 und dann einmal... das Ding fällen. So, dann nochmal draufhauen und nochmal draufhauen. Dann nehmen wir den auf und ich glaube, dann können wir jetzt sogar schon... Nee, können wir noch nicht ganz, denn wir brauchen noch ein paar Stöcke. 10. So. Damit haben wir den Hammer. Und müssen jetzt noch 32 Stöcke sammeln und noch... hier Baumstämme. Das haben wir auch schon. Und jetzt brauchen wir noch Stroh, brauchen wir 32. War hier mal. Jagdgebiet entdeckt Ente. War hier irgendwas Wichtiges? Nee, wahrscheinlich nur der Stein. Da, genau, das ist Ried. Und wenn wir es pflücken, wird es zu Stroh. Klingt komisch, ist aber so. Ich fand es witzig, dass er gesagt hat, bau dir erstmal ein Haus. Und dann kommst du wieder und dann isst er erstmal was. Du siehst ja vollkommen ausgehungert aus. Also, ich weiß nicht. Also, wenn ich Hunger habe und vollkommen ausgehungert bin, ich baue dann kein Haus mehr. Kann ich euch versprechen. So. Da vorne. Brauchen wir jetzt noch 5 Bäume. 4 Bäume brauchen wir. Entschuldigung. Das. Okay, wir haben auf jeden Fall noch genug, um tragen zu können. Ich vermute, es wird auf jeden Fall ein bisschen Konflikt geben zwischen Ranch Sim und Medieval Dynasty, so rein von der Steuerung her. Weil das doch unterschiedlich ist. Bei Ranch Sim drückt man einmal auf eine Taste und dann war's das. Den Rest macht er oder macht das Spiel. Und hier müssen wir wirklich, wenn wir einen Baum fällen, da... müssen wir schon noch ein bisschen was tun dafür. Wir brauchen noch 2. Noch 2. Okay, wir sind ein bisschen überladen. Das heißt, laufen können wir nicht mehr. Ich überlege, ob ich vielleicht schon mal die Baumstämme dorthin lege, wo ich das Haus bauen werde. Und zwar, ich möchte es eigentlich wieder genau gleich machen wie bei den letzten Malen, die ich gespielt habe. Ich kann es euch mal gerne zeigen. Also ich würde gerne erstmal hier vorne ein Haus hinstellen, irgendwo in der Nähe von Gostovia, damit wir die Questreihe ein bisschen weiter verfolgen können. Und würde später umsiedeln. Wo ich umhinsiedel, da bin ich mir noch nicht sicher. Also ich habe es vorher immer hier gemacht. Ich finde die Stelle immer noch ziemlich favoritig, muss ich sagen. Und habe überlegt, vielleicht auch mal hier vorne, aber da gibt es auch schon total viele, die hier gesiedelt haben. Und ich finde halt diese Stelle mit den 2 Brücken, also finde ich schon sehr reizend. Und was auch ein großer Pluspunkt ist, ist, dass hier 4 Dörfer in der direkten Umgebung sind, 5 sogar.
Und ja, da kann man dann eben mal schnell rumgehen und fragen, na, hat jemand Bock mitzukommen in mein Dorf? Das ist schon ein großer Pluspunkt. Und ich glaube, deswegen werde ich auch dann genau da das wieder bauen. So, einen noch. Ja, ich lasse die jetzt mal liegen und werde. Ja, bauen, fällen wir einfach hier noch einen Baum. Also, wir werden es ja hoffentlich wiederfinden. Gebäude. Das Gebäudemenü kann über das Baumenü aufgerufen werden. Wähle dir das Gebäude aus, das du errichten möchtest, und suche einen geeigneten Platz dafür. Gebäude können nicht zu nah an anderen Dörfern gebaut werden. Außerdem muss der Untergrund verhältnismäßig eben sein. Um das Gebäude nach dem Platzieren fertig zu bauen, brauchst du einen Hammer. Beim Bau von Häusern kannst du das Material auswählen, das du für jedes Wand- und Dachmodul verwenden möchtest. Diese Auswahlmöglichkeit ist nur sichtbar, während du den Hammer in der Hand hältst. Genau, baue dein erstes Haus. Das werden wir dann auch jetzt mal tun. Ja, das ist jetzt noch ziemlich nah an Gustovia. Ich probiere es trotzdem hier vorne irgendwo. Dauert jetzt natürlich alles ein bisschen. Aber ich glaube, hier so in etwa würde ich es ganz gerne bauen wollen. Wie gesagt, nur erstmal provisorisch. Einfaches kleines Haus. Und das finde ich, das ist auch was, wo ich sage, finde ich richtig cool. Das haben sie, glaube ich, also würde ich vermuten, das haben sie irgendwie von Skyrim irgendwie weggenommen, denn da ist es auch so, dass man erst so ein kleines Fundament hat. Nicht Fundament, sondern ja, erstmal grob absteckt und man das Fundament und alles selber bauen muss. Das habe ich ganz am Anfang, als ich das gespielt habe, habe ich gesagt, das wäre echt cool, wenn das so wäre. Und jetzt ist es dann auch tatsächlich so, finde ich richtig gut. Gefällt mir sehr. So. Was brauchen wir denn jetzt eigentlich? Ich nehme mal den Hammer in die Hand. Dafür brauchen wir 10 Steine. So, dann legen wir erstmal den Holz, die Holzstämme weg. Ich hoffe, die rollen nicht allzu weit. Ja, das geht. Das geht. Dann. Ich bin immer noch voll überladen, ne? Ach, weil ich jetzt auch meinen abgelegt habe. Ja, gut, okay. Dann legen wir sie doch mal alle ab. So. Und dann können wir auch die anderen Baumstämme, da vorne liegen sie, wieder direkt mitnehmen. Vorne liegt noch der ganze Baum. Na, den hätte ich gerne. Vielen Dank. Okay. Na, wo willst du hin? Ich glaube, das war's. Okay, dann brauchen wir noch 10 Steine für das Fundament. Wasser. Flüssigkeitszufuhr ist in der Wildnis entscheidend. Wenn du zu lange nichts trinkst und deine Wasseranzeige auf Null fällt, verlierst du Lebenspunkte. Um das zu verhindern, kannst du diverse Getränke und wasserhaltige Nahrung zu dir nehmen. Wasser selbst kann in Eimern oder in einem Trinkschlauch abgefüllt transportiert werden. Genau. Ich muss sagen, das habe ich selten gemacht. Also einen Trinkschlauch mitgenommen oder so, weil einfach. Ja, also man kommt eigentlich, während man hier so unterwegs ist, kommt man irgendwann immer an irgendeinem Wasser vorbei und kann dann entsprechend etwas trinken. Ein bisschen schwieriger ist natürlich, wenn man sein Dorf irgendwo. Ja, überleben, neues Level, cool. Ein bisschen schwieriger ist natürlich, wenn man hier vorne irgendwo siedelt oder.
was weiß ich, auch hier. Also es gibt ja immer irgendwo überall Flüsse oder Seen. Hier vorne ist vielleicht auch schwierig. Ja, dann kann das ein bisschen, nerven und dann muss man natürlich auch mit entsprechenden Trinkschläuchen, Eimern, ich glaube Brunnen kann man auch bauen, wenn mich nicht alles täuscht. Da muss man natürlich ein bisschen gegensteuern, das ist klar. Aber ich habe bisher immer Wasser gebaut, weil es einfach das Logischste ist. So, das ist ein bisschen nah ran. Ich wollte eigentlich hier unten hingehen und noch nach Steinen suchen. Steine findet man, zumindest war es immer so, in der Nähe des Wassers. Da ist eigentlich immer Stein zu finden. So, 8. Einer noch. Da ist er doch. Cool. So, jetzt muss ich nur noch das Fundament wiederfinden. Und geht, kann man immer noch schnell gehen? Ja, kann man. Das ist nämlich ganz cool, wenn man dann irgendwie in der rechte, die rechten Pfeiltasten, wenn man da nach vorne drückt, dann ja, kann man etwas schneller gehen, wenn man voll beladen ist. So, wo habe ich denn jetzt das Fundament gesetzt? Ich glaube, da vorne kommt doch was. Perfekt. Cool. Ja, dann brauchen wir jetzt den Hammer. Der nutzt sich ab, das sieht man unten rechts. Und dann sieht das hier so aus. Genau, und dann können wir jetzt die... Na, nee, pass auf, wir machen es so. Oh, das können wir ruhig nochmal aufnehmen. So. Genau. Und so sieht das Ganze dann... Oder so hat das früher ausgesehen. Dann hat man das Haus gebaut oder hingestellt und dann sah das Ganze dann so aus. Und jetzt brauche ich 2 Holzstämme. Ich werde jetzt hier erstmal nur ein ganz einfaches Haus bauen. Weil nach wie vor bleibt das Ganze ein Provisorium. Das richtige Dorf wird erst später aufgebaut, wenn wir die Questreihe ein bisschen vorangetrieben haben. Schon draufpacken. Na gut. Ja, neues Gebäude freigeschaltet, Brunnen. Das werden wir aber alles im Laufe des Spiels noch kennenlernen. Ich weiß nicht, ob ich da so ausführlich jetzt drauf eingehen möchte, denn also das Spiel ist wirklich schon sehr lange draußen. Zumindest im Early Access. Und es hat sich nichts geändert. Ich glaube, dass es noch wenige Leute gibt, die das Spiel nicht kennen. Beziehungsweise... Ups, Moment. Das war blöd. So. Damit haben wir das Dach schon mal fertig. Und ich glaube, ich brauche jetzt aber... Na, So. Ich brauche jetzt aber noch Stöcke. Genau. Und ich brauche auf jeden Fall noch Holzstämme. Das... so viel sei gesagt. Dann würde ich sagen, fällen wir doch erstmal ein paar Bäume. Und da kommen die Stöcke mit dazu.
So, schauen wir mal. Schlafen. Zum Schlafen musst du ein Haus bauen oder ein Lagerfeuer entzünden. Geschlafen werden kann nur zwischen 19 und 7 Uhr. Wird der Spielercharakter schlafen geschickt, wacht er am Morgen des nächsten Tages auf. Das Schlafen in einem Bett stellt die Gesundheit wieder her oder stellt etwas Gesundheit wieder her, das Ausruhen am Lagerfeuer nicht. Egal, wo zum Jahreszeitenwechsel geschlafen wird, in der neuen Jahreszeit wacht der Spielcharakter immer im eigenen Haus auf. So, was brauchen wir hier? Zwei Stück. So. Okay, dann brauchen wir jetzt noch einen Stamm. Nahrung. Essen ist lebenswichtig. Ach was. Wenn deine Nahrungsanzeige auf Null fällt, verlierst du an Gesundheit. Um das zu verhindern, kannst du dich von der Jagd, durch Sammeln, von Ackerbau und von Ziehvogt, ist aber auch gut, ne? Viehzucht ernähren. Alle Nahrungsmittel verrotten mit der Zeit und können so eine Lebensmittelvergiftung verursachen. Entdecke verschiedene Möglichkeiten, um sie länger haltbar zu machen, zum Beispiel durch Trocknen, Salzen oder das Zubereiten von Mahlzeiten. Genau. So. Was habe ich denn jetzt eigentlich im Inventar? Ich habe Äpfel und Haferbrötchen. Mehr habe ich nicht. Zwei Stück davon. Aber wir haben ja auch noch genug, also die Leiste ist jetzt gerade mal halb leer. Das reicht für gewöhnlich noch ein bisschen. So, das dürfte jetzt reichen. Ja. Das machen wir von außen, aus gutem Grund. So, Kapitelquests. Kapitel sind eine Reihe von Missionen, die zu Beginn des Spiels erscheinen und die dich mit den wichtigsten Aspekten des Spiels vertraut machen. Sie leiten dich durch die ersten Phasen des Siedlungsbaus. Durch das Abschließen von Kapiteln erreicht dein Dorf nach und nach höhere Entwicklungsstufen. Von diesen hängt die maximale Anzahl an Gebäuden ab, die du errichten kannst. So, Kapitel 2. Stelle eine Falle auf, eine Hasenfalle. Da müssen wir ein Holzspeer herstellen, ein Steinmesser und erjage ein wildes Tier. Und dann müssen wir noch eine Jahreszeit lang überleben. Wir können auch Unikos Geschichte weitererzählen oder weiter verfolgen. Das machen wir später. Ich würde ganz gerne erstmal genau. Und erstmal können wir jetzt hier mal unser neues Haus begutachten. Ja, so sieht das dann aus. Und mehr gibt es auch nicht zu sehen. Wir werden natürlich später irgendwann größere Häuser haben und können auch, wie eben schon angekündigt, auch die Beschaffenheit des Hauses verändern. Das macht unsere Bewohner glücklicher. Okay, soweit dazu. Wir werden jetzt erstmal einen Holzspeer herstellen. Ich glaube, wir haben im Inventar noch genug Holzstämme. So sieht's aus. Dann einmal Handarbeit und dann einmal einen Holzspeer. So. Das ist fertig. Dann brauchen wir noch das Steinmesser. Das können wir ebenfalls hier herstellen. Da ist es. Wir brauchen allerdings noch zwei Steine. Stöcke haben wir tatsächlich auf Maß im Lager, in Anführungszeichen. Da müssen wir nur noch ein paar Steine finden. Und wenn ich ein paar sage, dann meine ich auch ausnahmsweise ein paar.
Okay, da sind wir. Dann können wir schon mal das Steinmesser herstellen. Und wir können jetzt eine Hasenfalle aufstellen. Da muss ich gerade mal gucken, was wir dafür brauchen. Gatter, Zäune, Handarbeit. Haben wir das hier irgendwo? Ne, das sind, glaube ich, nur Werkzeuge. Fallen. Hasenfalle. Wir brauchen 10 Stöcke dafür. Das kriegen wir relativ schnell zusammen. Nehmen wir jetzt einfach mal ein paar Zweige. Es geht eigentlich immer schneller. Und ja, logischerweise oder glücklicherweise sind wir hier auch in einem Hasengebiet. Das heißt, wir können hier einfach irgendwo eine Falle aufstellen. Machen wir meinetwegen mal. Das ist zu uneben. Ich will jetzt auch nicht. Machen wir mal hier. So, machen wir das auch. Und dann müssen wir ein wildes Tier jagen. Ich würde aber sagen, das machen wir am nächsten Tag. Ich schaue mal gerade auf die Uhrzeit. Sieht man das hier irgendwo? Irgendwo sah man das doch, oder? Verwaltung. Haben das nicht irgendwo gesehen? Da, 20.15 Uhr, da ist es. Dann würde ich sagen, einmal schlafen. Bis zum nächsten Tag. Okay, gut. Dann können wir mal gucken, ob hier vielleicht schon irgendwas drin ist. Nö, ist nicht. Dann müssen wir jetzt tatsächlich selbst ein wildes Tier jagen. Und dafür nehme ich den Speer einmal in die Hand. Ich würde nämlich ganz gerne das Kapitel schon mal abschließen. Weil wenn wir das im Sommer machen, am ersten Sommertag, dann müssen wir tatsächlich bis zum Herbst warten und das würde ich ganz gerne umgehen. Natürlich blöd, dass es jetzt ausgerechnet nebelig ist, dass man auch schön nichts sehen kann. Es ist egal, welches Tier wir jagen sollen. Ist es denn jetzt? Allzu weit kann es doch nicht sein, oder? Oder ist es jetzt irgendwo abgebogen? Tja, jagen kann ich, auf jeden Fall. Teile mich zum Jagen ein und wir verhungern alle. So, jetzt versuche ich einfach mal schneller zu sein als das Kaninchen. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Da. Ja, so entstehen auch die schlimmsten Horror-Stories. Ne? Man läuft irgendwas hinterher und findet dann was Größeres. So. Okay. Ach, direkt vor der Tür, das ist doch praktisch. Und das können wir jetzt auch tatsächlich dann direkt. Können wir auch tatsächlich direkt. Können wir das. Genau, gebratenes Fleisch, genau, tatsächlich. Ja. Wir haben ein Stück gebratenes Fleisch. Perfekt. Das können wir dann auch direkt. Ah, nee, Moment mal, ich habe hier noch mehr.
Ja, man kann das so machen, man kann aber auch tatsächlich, das muss ich gerade nochmal gucken, wenn ich genug Fleisch habe, muss ich nochmal gucken, wie das geht, kann die auch tatsächlich im Stapel herstellen. Und ich würde sagen, dann können wir doch jetzt gleich mal was essen. Nehmen wir schon das Haferbrötchen. Ich glaube, ich versuche es erstmal hier mit. Ein bisschen hat es was gebracht. Ich muss auf jeden Fall nochmal was trinken jetzt. Ja, und jetzt müssen wir eine Jahreszeit lang überleben. Das geht tatsächlich ziemlich gut. Ich werde jetzt erstmal mit Dobroniga reden. Mal gucken, ob ich da in der richtigen Richtung bin. Natürlich nicht. Und dann gehen wir mal zu ihr und sprechen sie an. Genau, das sind jetzt zum Beispiel Kasimir. Das sind jetzt die Menschen, die wir ansprechen können und mit ins Dorf nehmen können. So, ah ja, hier, da ist sie doch. Dobroniga, wir sprechen sie an. Hallo, was kann ich für dich tun? Guten Tag, du musst Dobroniga sein, richtig? Schön, dich zu treffen. Ich bin Rasimir. Das ist richtig. Es ist auch schön, dich kennenzulernen, Rasimir. Was bringt dich zu mir? Unighost meinte, du könntest mir vielleicht etwas zu essen machen. Ich hatte seit Wochen nichts Anständiges. Nun, das hängt davon ab, was du dir unter anständig vorstellst. Aber ich kann dir etwas anbieten, das warm ist und satt macht. Das klingt mehr als nur großartig. Hier, bitteschön. Nun bist du an der Reihe, mir etwas über dich zu erzählen. Woher kennst du meinen Mann? Es gibt eigentlich nicht viel zu erzählen. Ich bin auf der Suche nach meinem Onkel Jordan hier ins Tal gekommen. Hätte nicht erwartet, dass die Suche so schnell vorüber sein würde, wenn ich ehrlich bin. Ah, ja. Er war Unighosts Freund. Jetzt erinnere ich mich, gehört zu haben, dass er genau solche Augen hatte wie du. Mein Beileid. Das macht nichts. Ich erinnere mich ja selbst nicht an ihn. Das meiste, das ich über ihn weiß, stammt aus den Geschichten meiner Mutter über ihn. Sie hat immer zu ihrem großen Bruder aufgesehen. Liebte ihn wahnsinnig, selbst als er aufhörte, uns zu besuchen. Das ging vielen Leuten so, wie ich gehört habe. Etwas an ihm muss wirklich besonders gewesen sein. Scheint so. Gewaltige Fußstapfen, was? Die einzigen Fußstapfen, über die du dir Gedanken machen solltest, sind deine eigenen, Kleiner. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Danke, dass du das sagst. Ich glaube, das habe ich jetzt gebraucht. Aber reden wir nicht länger nur von mir. Was ist deine Geschichte? Ich gehörte zu einer Truppe fahrender Spielleute. Dabei habe ich nie wirklich gelernt, ein Instrument zu spielen. Aber mein Gesang war recht passabel. Unsere Reisen brachten uns in dieses Tal, das wir nicht lange nach dem Tod deines Onkels. Ich erinnere mich noch daran, als ich Unighost das erste Mal sah. Da war so viel Trauer in seinen Augen. Jordan war nicht nur sein Freund, war nicht nur ein Freund für ihn, er war ein Teil von ihm. Die Truppe zog ein paar Tage später weiter. Ich blieb. Unighost hatte einfach etwas an sich, das mir das Gefühl gab, dass mein Platz an seiner Seite ist. Du hast den Altersunterschied sicher bemerkt. Nein, eigentlich nicht. Was? Willst du denn etwa damit andeuten, dass ich alt aussehe? Niemals. Also, es scheint, als wärst du der Liebe wegen hier hängen geblieben. Das ist ziemlich erstaunlich. Sicher, so kann man es auch nennen. Oder Blindheit oder Dummheit. Schlechtes Urteilsvermögen vielleicht. Ganz wie du möchtest. Du kannst versuchen, es zu überspielen, so wie du willst, aber du hast dich Hals über Kopf in den Großvater mit den traurigen Augen verliebt. Und du weißt es. Das habe ich. Er fällt mir manchmal auf die Nerven, wie sonst niemand. Und trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, ohne ihn auch nur zu atmen. Aber lass mich jetzt bloß nicht sentimental werden. Du hast sicher noch andere Dinge zu tun. Es war mir ein ehrliches Vergnügen, mich mit dir zu unterhalten, Dobroniga. Hier, nimm das. Ich weiß, es ist nicht viel, aber es hilft dir sicher, wenn man versucht, sich ein neues Leben aufzubauen. Alles kostet heutzutage Münzen. Das ist wirklich nett, aber ich will nicht auf wohltätige Geschenke angewiesen sein. Ich komme schon zurecht. Ach, komm schon, versuch doch nicht den Held zu spielen. Männer.
Also gut, dann erledige etwas für mich. So wäre es dann keine milde Gabe, sondern deine erste Bezahlung. Damit bin ich einverstanden. Was kann ich für dich tun? Hier im Dorf gibt es eine Bäuerin. Sie heißt Jarok Niva. Normalerweise liefert sie Roggen für die Schenke, aber ich habe schon eine Weile nichts mehr von ihr bekommen. Meine Vorräte sind beinahe aufgebraucht und du willst dir nicht vorstellen, was passiert, wenn wir plötzlich kein Bier mehr haben. Ist so gut wie erledigt. Und da wir gerade von Bier reden, Onigust wollte, dass ich ein paar Flaschen für uns hole. Natürlich hat er das. Hier hast du sie. Großartig, vielen Dank. Er hat mir versprochen, mir ein paar Geschichten über Jordan zu erzählen. Ah, ich verstehe. Na, wenn das so ist. Haha, besten Dank. So, abliefern an Onigust. Hafer Ale. Genau, also wir haben jetzt die Möglichkeit, hier ein bisschen Blabla-Quests zu machen, bis die Jahreszeit vorbei ist. Na, was machen Sie denn hier? Hallo, hallo. Onigust. Rasimir. Tag, Onigust. Du stehst vor dem stolzesten neuen Hausbesitzer im ganzen Tal. Und ich bin hier, mit Bier. Wirklich, gute Arbeit. In Ordnung. Erlaube mir, meine Kehle mit diesem goldenen Gerstensaft zu benetzen und ihn Erinnerungen in alte Zeit wachrufen zu lassen. Ich kannte Jordan 22 Jahre lang, bevor er starb. Er war mein bester und treuster Freund. Eigentlich mehr ein Bruder. Ich erinnere mich an den Tag, an dem wir uns begegnet sind, als wäre es gestern gewesen. Ich war damals 25 Jahre alt und lebte im großen Jelenberg, wo ich auch geboren worden war. Man könnte sagen, dass ich diesen Ort hasste, aber er war das einzige Zuhause, das ich je gekannt hatte. Vielleicht erzähle ich dir irgendwann mehr darüber. Jedenfalls musste ich für mich selbst sorgen. Und das tat ich, auf die einzige Art und Weise, die ich gelernt hatte. Stehlen. Du warst ein Dieb? Das war ich, und ein verdammt guter, wenn ich das mal so sagen darf. Mit Taschendiebstahl habe ich mir mein Brot verdient. Ich hätte ein saftiges Stück Fleisch direkt von deiner Gabel stehlen können und du hättest es nicht bemerkt. Dabei war es nicht Habgier, die mich trieb. Ich wollte nur überleben. Allerdings würde ich lügen, wenn ich behaupten würde, dass mir die Tätigkeit an sich nicht auch eine gewisse Freude bereitete. Stehlen bleibt ein Verbrechen, ganz egal, warum man es tut. Ich würde sagen, du wartest jetzt besser ab und hörst, was ich noch zu erzählen habe, bevor du dich so aufplusterst. Tut mir leid, erzähl weiter. In Jelenberg gab es jedes Jahr ein großes Volksfest. Es lockte immer viele auswärtige Besucher an. Du kannst dir sicher vorstellen, was das für jemanden in meinem Gewerbe bedeutete. Innerhalb von ein paar Minuten konnte ich zusammenbekommen, was sonst ein Tagesverdienst gewesen wäre. Ich schnappte mir ein paar Münzen hier und da, etwas Schmuck, ein paar neue Stiefel. Und dann sah ich diesen adligen Kerl, der einen dicken Geldbeutel an seinen Gürtel gebunden hatte. Ein Geldbeutel, der förmlich danach schrie, von mir befreit zu werden. Ich schlich mich durch die Menge, bis ich genau hinter ihm stand. So hatte ich es 10.000 Mal gemacht. Kinderspiel. Ich fasste nach dem Beutel, ganz sanft und vorsichtig, ein paar kleine Bewegungen aus dem Handgelenk und schon hatte ich ihn in meiner Hand. Nun musste ich mich nur noch umdrehen und verschwinden, wie immer. Und dann, bam, was ist passiert? Ich wurde so fest ins Gesicht geschlagen, dass ich dachte, mich hätte ein Bulle überrannt. Es traf mich so unvorbereitet, dass ich erst wusste, wie mir geschieht, als ich schon auf dem Boden lag. Mein Kopf pochte wie wild. Ich konnte kaum geradeaus schauen. Aber weißt du, was das nächste war, was ich sah? Eine Faust, die zum nächsten Schlag ausholt? Nein, ein Lächeln. Ein riesiges, strahlendes Lächeln im Gesicht eines Mannes mit zwei verschiedenfarbigen Augen. Das war dein Onkel Jordan, der Kerl, den ich für einen Adligen gehalten hatte. Er reichte mir seine Hand, half mir auf die Füße und lud mich zu einem Bier ein. Einfach so? Einfach so. Das verstehe ich nicht. So war Jordan einfach. Weißt du, dein Onkel war gefährlich schlau. Bei weitem der klügste Mann, der mir je begegnet ist. Er durchschaute die Welt wie niemand sonst. Konnte Ereignisse vorhersagen. Er war allen anderen immer mindestens ein Dutzend Schritte voraus. Deshalb, es war so selten, dass ihn jemand überraschen konnte,
Das weckte seine Neugier. Und er hat nicht erwartet, dass du... Ganz genau. Scheinbar war ich, obwohl ich es am Ende ja nicht geschafft hatte, doch derjenige, der bei dem Versuch, ihn zu bestehlen, dem Erfolg am nächsten gekommen ist. Und das gefiel ihm. Also hast du seine Einladung angenommen, nehme ich an? Ich hatte nicht wirklich eine Wahl, oder? In dem Moment hatte ich eine Heidenangst vor diesem Kerl. Also zogen wir los. Er nahm mich in die teuerste und am vollsten besetzte Schenke der Stadt mit. Bedenke, das war während des Volksfestes. Überhaupt erst hineinzukommen, war fast unmöglich. Ihm schien das allerdings alles egal zu sein. In Sekundenschnelle hatten wir einen Tisch und gleich zwei Mädchen bedienten uns. Es war unwirklich. Für mich gab es nur eine Erklärung. Der Laden gehörte ihm. Und war das so? Absolut nicht. Er war zum ersten Mal in Jellenberg. Es fühlte sich alles wie ein Traum an, wenn ich ehrlich bin. Nach dem Schlag war ich ja auch immer noch etwas benebelt. Ich war sicher, dass er ein Adliger sein muss. Seine Manieren, seine Kleidung, seine ganze Art, wie er redete und sich bewegte. Und dann hatte er einen gewaltigen Zug drauf, leerte sein Bier, als wäre es nichts, wischte sich mit dem Ärmel über den Mund und rülpste wie ein Elch. Er wurde von einem hohen Herrn zu einem kompletten Rohling. Einfach so. Schnipst mit den Fingern. Ich habe mich tausendmal an diesen Moment zurückerinnert, bevor mir klar wurde, warum er das getan hat. Es war kein Fehler, oh nein. Es war auch keine Faulheit, kein Moment der Schwäche. Er wollte, dass ich es sehe. Er wollte, dass ich verstehe. Dass du was verstehst? Dass er ein absoluter Schwindler war. Du musst dir vorstellen, Rasimir, dass es jemanden wie deinen Onkel nur einmal gibt. Er führt seine Waffe wie kein anderer. Und diese Waffe war sein Selbstvertrauen. Was soll das überhaupt bedeuten? Stell dir eine fest verschlossene Tür vor, mit bewaffneten Wachen vor und davor. Und du willst, was dahinter ist. Was für Möglichkeiten hast du? Gewalt, Bestechung, versuchen, das Schloss zu knacken. Jordan dagegen? Er hätte einfach den Kopf hochgehalten, wäre hineinspaziert und hätte verlangt, dass die Tür ohne Umschweife geöffnet wird. Du hattest recht, das klingt alles unwirklich. Ich wusste nichts davon. Die Geschichten, die meine Mutter über meinen Onkel erzählt hat, das waren ganz andere. Weil sie, fürchte ich, einen ganz anderen Jordan gekannt hatte als ich. Als jeder in der Meute. Warte, die Meute? Oh, mein lieber Rasimir, es gibt so viel, das du noch nicht weißt. Unsere Geschichte hat gerade erst begonnen. Aber es wird langsam spät. Komm schon, du kannst mich doch jetzt nicht auf die Folter spannen. Also gut, ich werde dir ein kleines bisschen mehr erzählen. Nach dem ersten Bier hatten wir ein paar mehr. Etwas Met war auch dabei, wenn ich mich recht erinnere. Wir unterhielten uns über unsere Vergangenheit, unsere Träume, Überzeugungen. Wir fingen an, ein paar betrunkene und wahnwitzige Pläne zu schmieden. Ich dachte, das wäre alles nur Spaß, wenn ich ehrlich bin. Das nächste, an das ich mich erinnere, ist, dass ich in seinen Seidenkissen aufwachte. Ich nehme stark an, dass sie nicht dir gehörten, oder? Machst du Witze? Das war das erste Mal, dass ich einen solchen Stoff überhaupt auch nur berührt habe. Die Decke des Raums, das war so hoch, dass ein Riese hineingepasst hätte, ohne sich bücken zu müssen. Ich dachte, ich träume. Dann kamen Bedienstete zur Tür hinein. Ich war bereit zur Flucht, aber anstatt mich anzugreifen, präsentierten sie mir das Frühstück. Wirklich? Wie ist das möglich? Jordan hatte das alles eingefädelt. Ich habe nie herausgefunden, wie er das angestellt hat. Jedes Mal, wenn ich danach fragte, hat er angefangen zu lachen, selbst Jahre später. Ich brauche wohl nicht mehr zu sagen, dass ich Jellenberg an diesem Tag mit ihm zusammen verließ. Das war das erste Mal, dass ich die schützenden Mauern dieser Stadt hinter mir ließ. Und ich kam nie zurück. An diesem Tag wurde die Meute geboren. Und 3 Jahre später waren wir zu fünft. Eine Familie. Wir nannten uns Memento. Oh, ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Das klingt alles so unglaublich. Ich habe noch nie solche Abenteuer erlebt. Und wahrscheinlich werde ich das auch nie. Emma sagte mit den jungen Pferden, mein Junge. Nicht alles daran war Spaß und Liebelei. Aber das ist eine andere Geschichte. Es ist wirklich spät geworden und du hast sicher noch einiges zu tun. Wie wäre es? Wir treffen uns morgen wieder und unterhalten uns dann weiter. So machen wir es. Danke, Unigust, für alles.
Genau, ah ja, genau. Jetzt bin ich ein bisschen betrunken. Das sieht man unten links. Ich habe ja das Bier getrunken und das hält noch ein bisschen an. Man sieht es allerdings nicht. Also das ist jetzt noch so wenig, dass man da keine Einschränkungen von hat. Und jetzt muss ich tatsächlich dann auf den nächsten Tag warten. Das heißt, wir haben jetzt nicht wirklich was zu tun. Eine Sache könnten wir noch machen, nämlich noch eine andere Seitenquest annehmen. Und da muss ich jetzt mal gucken, wo ich das herkriege oder wo ich den guten Mann finde. Ich werde jetzt allerdings zuerst mal was essen. Afabrei haben wir auch noch bekommen. 20 Nahrung stellt er wieder her. Ich brauche jetzt aber erstmal was Anständiges. Moment. Haferbrötchen. So. Damit haben wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Zeit. Also, wir müssen hier in Gustovia einen Mann finden, der üblicherweise auf den Feldern zu Hause ist. Oder auf den Feldern arbeitet vielmehr. Schauen wir mal, ob wir den Guten finden. Alvi, da ist er doch. Und wir sprechen ihn mal an. Was kann ich für dich tun? Hallo, mein Name ist Rasimir. Tag, ich bin der Alvin. Du kommst mir nicht bekannt vor, bist du neu hier? Ich komme aus dem Süden und bin auf der Suche nach einem Ort, an dem ich ein neues Leben beginnen kann. Dann wünsche ich dir viel Glück. Was mich angeht, ich bin ein Bauer. Meine Aufgabe ist es, die Felder zu bestellen. Wenn ich ehrlich bin, mache ich jeden Tag dieselbe Arbeit, Jahr für Jahr. Wird das nicht mit der Zeit eintönig? Wenn ich du wäre, würde ich an Langeweile sterben. Natürlich langweilt es mich. Wie lange würdest du es aushalten, dieselben Handgriffe wieder und wieder durchzuspielen? Aber meine Familie braucht meine Hilfe und ich tue mein Bestes, um für sie zu sorgen. Ich wollte dich nicht beleidigen, bitte entschuldige. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Ich bin einfach in letzter Zeit etwas angespannt und generell schlecht gelaunt. Es gibt da eine schwierige Angelegenheit, die mich ständig von der Arbeit ablenkt. Worum geht es dabei, Alvin? Vielleicht kann ich helfen. Es klingt vielleicht belanglos, aber ich bin diesen ständigen Streit zwischen meiner Mutter und Jarok Niva so leid. Ihr Sohn Dilibor kann meine kleine Schwester Olga einfach nicht in Ruhe lassen. Ich verstehe, dass es nur ein Spiel für ihn ist. Immerhin habe ich in seinem Alter oft mit seiner ältesten Schwester Dobromira gespielt. Ich tat so, als wäre ich ein Ritter, ausgerüstet mit einem Stock als Schwert. Aber auch damit habe ich mutig ihre Ehre verteidigt. Wie jeder große Ritter. Das ist schon irgendwie niedlich. Egal. Kommen wir wieder ins Hier und Jetzt zurück. Ich glaube, dass er eine Beschäftigung braucht, die ihn von meiner Schwester fernhält. Damit du bei der Arbeit wieder einen klaren Kopf hast, das wäre wirklich schön. Mal sehen, was ich tun kann. Genau, also das ist Alvin, Bauer, macht jeden Tag dieselbe Arbeit. Das haben wir ja gerade eben schon durchgekaut und ihm müssen wir jetzt helfen. Und das tun wir natürlich. So, ist er das? Nee, das ist auch eine andere Quest, oder? Hello, traveler. Kann ich dir etwas helfen? Have a Nee, das nice machen wir day. später. Muss jetzt gerade mal gucken. Mal ins Tagebuch. Unigos Geschichte. Warte auf den nächsten Tag. Alvins Geschichte. Dann würde ich doch einmal die Quest verfolgen. Habe ich einen Stock im Inventar? Nee, habe ich nicht. Dann brauche ich einen Stock und hier habe ich einen Stock. Bisschen krummer Stock, um als Schwert durchzugehen, aber was soll's. So, da ist er doch. Dalibor. Hallo. Hallo, du bist Dalibor, richtig? Ja. Du siehst sehr stark aus für dein Alter. Hast du jemals daran gedacht, Ritter zu werden? Das ist mein Traum. Bist du ein Ritter? Nein, aber ich weiß recht viel über sie. Wusstest du, dass sie schon in jungen Jahren das Kämpfen lernen? Dafür benutzen sie Holzschwerter.
Woher könnte ich ein solches Schwert bekommen, nicht Ritter? Zufällig habe ich eines bei mir und ich kann es dir geben, weil du eindeutig würdig bist. Ich fühle mich geehrt. Sie mag unscheinbar aussehen, aber sie ist sicherlich auch eine ausgezeichnete Übungswaffe für einen aufstrebenden Ritter wie dich. Es sieht eigentlich wie ein normaler Stock aus, um deine Gegner zu überraschen. Und weißt du, was Ritter noch tun, außer Schlachten zu schlagen? Sie reiten Pferde, auch das, aber vor allem schützen sie die Damen und Kinder vor Gefahren und sorgen dafür, dass ihnen kein Leid zugefügt wird. Wirklich? Klingt nach einer Menge Arbeit. Ja, das ist der wichtigste Grundsatz der Ritterlichkeit. Verstanden. Danke für das Schwert, Nicht-Ritter. Von jetzt an werde ich die Schwachen und Hilflosen verteidigen. Gern geschehen, junger Rittersmann. Gern geschehen. So, Alvin ist inzwischen zu Hause. Dann werden wir nochmal kurz mit ihm schnacken. Hallo, ich habe dein Problem mit Dalibor gelöst. Ja, ich sah ihn mit einem Stock durch das Dorf laufen. Du musst eine erstaunliche Überzeugungskraft haben. Dieser junge Mann hört sonst auf niemanden. Die Idee mit dem Stock und der Geschichte über den Ritter hatte ich von dir. Bevor ich es vergesse, Drobomira hat mir dieses Brot als Entschuldigung für das Verhalten ihres Bruders gegeben. Aber ich denke, du hast es mehr verdient als ich. Hier, nimm du es. Vielen Dank. Keine Ursache. Es ist das feinste Brot, das du je gegessen hast. Die Frau unseres Kastellans macht es in der Dorfschenke. Die Frau des Kastellans von Unighost? Du kennst ihn gut? Nein, eigentlich nicht. Ich verbringe die meiste Zeit auf dem Feld und wir haben eigentlich nur miteinander zu tun, wenn die Steuern gezahlt werden müssen. Also gut, bis bald. Warte auf den nächsten Sommer. Und auch hier habe ich jetzt das Ganze versucht voranzutreiben, weil warte auf den nächsten Sommer. Wenn wir das im Sommer getan hätten, dann hätte das Ganze ein Jahr gedauert und das geht nicht so. Und jetzt sind wir tatsächlich ein bisschen arbeitssuchend. Das Erste. Wir können mal schauen, was ich jetzt noch so habe an Essbarem. Wir haben 20 Trockenfleisch, das ist schon mal gut. Das wird uns also noch eine Weile beschäftigen. Oder das wird uns noch eine halbe Weile satt machen. Und wir haben 2 Fleisch dazu bekommen. Auch das sehr hilfreich. Können wir dann eigentlich auch schon mal direkt machen. Verwenden. Mehr herstellen. Genau. Gut. Und dann werfen wir noch mal kurz einen Blick auf die Uhrzeit. Wir haben 19:46 Uhr. Das heißt, wir können jetzt schon schlafen gehen. Und wir können jetzt nochmal mit Unighost sprechen. Ups, nee, Tagebuch. Unighost. Denn mit ihm sollen wir sprechen. So, ich bin schmutzig. So. Und ich würde sagen, dann belassen wir es jetzt an der Stelle fürs Erste. In der nächsten Folge werden wir dann tatsächlich mit Unighost sprechen und wir werden auch noch ganz viele andere Dialoge führen und ja, natürlich die Kapitelquests weiterführen, denn die wollen wir auf jeden Fall zum Ende bringen, damit die nicht da oben so hässlich rumstehen. So, das ist der Plan. Ich bedanke mich bei euch, wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt. Hoffe, dass das Projekt in eurem Sinne ist und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ihr könnt natürlich auch kommentieren. Habt ihr Bock auf das Projekt?
gerne einen Kommentar da lassen. Auch das würde mich sehr freuen. Ich werde sie lesen und so gut es geht beantworten. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Ciao.